in der roten Ecke Abbas Baru. Er boxt heute gegen Malek Esselin. Die beiden Jungs starten beide für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Geleitet wird dieser Kampf von Gerd Kuhke aus Thüringen. Rindfrei, Runde 1. In der roten Ecke steht Abbas Baru. Der 18-jährige Boxer startet für den Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Sein Heimatverein ist der BC Ringfrei Oberhausen. Abbas bestritt bisher 70 Kämpfe. 60 Mal verließ er ihn als Sieger. Er ist der internationale Deutschmeister aus dem Jahr 2010. 2012 wurde er Deutscher Meister. In der letzten WM schaffte er es bis ins Viertelfinale. Um hier zu stehen, siegte er Jeremy Benz und Jan Uljanikow aus Sachsen. Heute wird er Rindfrei Runde 2. Thank you.
zu Ihnen, das ist der Boxer in der blauen Ecke, ist 18 Jahre alt. Auch er startet für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sein Heimatverein ist Siegfried 26 Kronen. Malik bestritt bisher 70 Kämpfe, wovon er 41 gewann. Er ist der deutsche Meister aus dem Jahre 2012. Um hier zu stehen, besiegt er Johannes Sinsch aus Mecklenburg-Vorpommern, Bilal Seil, Hamburg und Ansor Magomed. Betreut wird Malik von Peter Niski und Josef Schmidt. Ich möchte gerne einen weiteren Ehrengast hier in Mathe begrüßen. Begrüßen Sie mit mir den Vorsitzenden des Stadtsportausschusses, Kai-Jürgen Schröder. Herr Schröder, schön, dass Sie es geschafft haben.
kommen wir zur Urteilsverkündung. Einstimmiger Punktsieger wurde der Boxer aus der Roten Ecke, Abbas Babu. Abbas!